Ja, hallo, willkommen, die paar Leute, die mir auf Twitch zugucken, falls das wirklich Menschen und keine Bots sind. Sie dürfen jetzt verwundert sein, ich habe gerade die Aufnahme ein bisschen verkackt. Ich nehme natürlich auch für YouTube auf, Folge 196, wir nähern uns der großen 200, haben einen historischen Sieg im letzten Spiel hingelegt, gegen Hansa Rostock mit 7:1, im Stile der deutschen Nationalmannschaft gewonnen gegen Hansa Rostock. Aber wir brauchen weitere Punkte jetzt gegen Zagreb, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga, wo wir gegen Dortmund und gegen Hoffenheim spielen. Andy Nacher ist gegangen, deswegen brauchen wir einen neuen rechten Mittelfeldspieler. Auf der Transferliste sind keine Spieler, die mich jetzt interessieren. Deswegen nutze ich jetzt einfach mal wieder die Fix-Ablöse-Funktion, versuche mal ein Talent zu finden. Und das auch, was heißt Talent? Ein Spieler, der ein bisschen jünger ist als Andy Nacher. Und Stärke 8, das sieht doch gut aus. Der Herr Geismann, großes Talent. Fix-Ablöse von 4,34 Millionen passt auch. Ist zwar über seinem Marktwert, er ist zwar gerade verletzt. Er wäre im Europapokal nicht mehr spielberechtigt, da hätte ich vielleicht noch dran denken sollen, aber auch der Last Damm ist nicht spielberechtigt für den Europapokal, oder? Wie geht das? Es ist die Frist schon. War die Frist neulich schon abgelaufen. Ich bemühe mich trotzdem um ihn. Kommt ja auch eher als Ersatzmann. Darf der Last Damm auch nicht Champions League? Ach, der Damm darf auch nicht Europa League, Champions League spielen. Das ist natürlich bitter. Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Alle Spieler sind einsetzbar, das ist natürlich wunderbar. Diesen tollen Sieg bin ich bei den Fans auch wieder der Superman und dran denken, hier ein paar Karten zur Verfügung zu stellen gegen Hoffenheim. 100.000, so. Geismann noch 3 Jahre unter Vertrag, auch der kriegt dir ein megamäßig hohes Handgeld geboten, 10 Millionen, so viel. Boah. Ich biete ihm erstmal ein solides Millionengehalt. Ausstiegsklausel nehme ich natürlich raus. Weil würde er erst ab nächster Saison kommen? Kann ich schon keinen Spieler mehr? Ist das jetzt schon abgelaufen? Kann ich jetzt schon keine Leute mehr verpflichten für diese Saison? Ab nächster Saison bringt er mir nichts. Nee, dann lieber nicht. Ja gut, hätte ich auch schon mal verpflichten können, aber gibt es keine Leute, die ich jetzt auch für jetzt sofort verpflichten kann? Ist das jetzt am 18.10. schon abgelaufen? Ja, auch hier im Spiel geht das nicht erst in der Winterpause? Zumindest hier in Anstoß 3. Tja, in der Champions League muss dann Spillner spielen, aber ist natürlich auch nicht schlimm. So, wir sind stärkemäßig haushoch überlegen. Ansonsten die Mannschaft, die gegen Rostock so gut gespielt hat. Und ich sage, konzentriert spielen, dann klappt das schon. Ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung, ja, eine ganz konzentrierte, dann klappt das. Die Mannschaft macht einen gelangweilten Eindruck, ausverkauftes Haus nur 67. Zagreb-Fans im Stadion. Günter Grass tippt 2:2. Und wir brauchen aber schon durchaus 3 Punkte. Und das fängt auch gut an. Terry Feather, der Mega-Torjäger, Rechtsverteidiger, mit dem 1:0 in der 8-Minute nach Vorarbeit von Kwame Nsau, der auch viele Scorerpunkte beischleppt. Meine beiden besten Scorer im Moment. Jochen Fröhlich sieht gelb. Und meine Güte, dieser Dino Speer macht den Ausgleich in der 27. Minute. Der hat doch im Hinspiel schon einen Doppelpack gegen uns geschnürt. Oliver Pröll sieht gelb. Ich komme kaum noch hinterher. Ich hätte die Spielgeschwindigkeit nicht noch ein bisschen aufdrehen sollen, Leute. Jetzt Der eine Spieler, den ich nicht aussprechen kann, schießt. Der Keeper packt sich dazu. Ein Sorg kommt an den Ball. Läuft jetzt vor auf Tor zu traumhafter Heber. Und der Keeper ist chancenlos. Und der Ball ist drin. Nach Vorarbeit vom Keeper macht Fabian Sorg. Sah schon sein 5. Champions League-Tor in dieser Saison. Wir führen mit 2:1. Ein Sorg scored weiter. Überragend. Spillner jetzt zieht ab. Genau auf den Keeper. Und der packt sich dazu. Und passt auch in die Sturmspitze. Machen die es jetzt genauso wie wir? Nein, es gibt kein 2:2. Es steht 2:1 zur Pause. Aber da müssen wir noch zittern. Ich sag, macht aber konzentriert weiter so. Also wir bieten hier eine Menge Spektakel in dieser Saison. Gelb-rote Karte, ja. Das ist jetzt auch ein Spektakel, was ich mir lieber erspart hätte. Oh, gleichzeitig eine Verletzung und eine rote Karte. Das hatte ich noch nie, dass das gleichzeitig passiert. Ich wollte jetzt noch gar nicht wechseln und dann jetzt zwingt mich die rote Karte dazu und die Verletzung auch. Also das ist wirklich im selben Moment auftritt, hatte ich echt noch nie. Da muss ich direkt, dass ich noch gar nicht gewechselt habe. Sor spielt zwar überragend, obwohl einen linken Mittelfeldspieler habe ich jetzt auch gerade gar nicht zur Verfügung. Sinnerbrink geht ins linke Mittelfeld und Sor geht ins rechte Mittelfeld. Dann spiele ich ohne Stürmer. Nehme ich den dann raus? Nehme ich einen Sechser raus? Fröhlich hat auch schon gelb. Hollmann kommt für Fröhlich. Zeit spielt. Ach scheiße, ich hätte ja hier wen für die. Hätte ja hier wen in den Sturm bringen können. Hätte ich Fröhlich gar nicht rausnehmen sollen. Ah, bin verwirrt. Wie gesagt, diese Situation tritt nicht so oft auf, dass
zwei Sachen gleichzeitig passieren. Ich hätte hier Dämme bringen können. Ja, kommt Dämme jetzt rein. Fröhlich. Ein bisschen defensiver ausgerichtet. Jetzt spielen wir so weiter. Ich spiele jetzt auch nur noch mit kontrollierter Offensive. So. Alexander Ignowski beruhigt aber die Nerven mit dem 3:1 nach Vorlage von Spillner. 3 Minuten später allerdings Zagreb. Die wollen jetzt was. Die spielen fast die ganze zweite Halbzeit in Überzahl. Aber der Keeper von uns packt sicher zu. Zeit jetzt. Mit einem Rückpass auf Dämme. Der rutscht weg und verliert das Leder. 71. Minute. Hollmann, der kriegt jetzt schon mehr Spielpraxis in dieser Saison. Passt Richtung Mittelkreis. Zeitz läuft noch ein paar Schritte. Passt in den Strafraum. An den Strafraum. Hollmann kontrolliert den Ball, spielt nach rechts. Feller stoppt den Ball, stürmt los Richtung Strafraum, spielt zu Torslinie. Ignowski ist zu langsam, um da noch dran zu kommen. Einmal können wir noch wechseln. Zeitz spielt nicht so toll, deswegen kommt Caligiuri rein. Und haben wir das Wechselkontingent ausgeschöpft und das müsste aber trotzdem klappen. Ja, jetzt klappt es auf jeden Fall. Kwamensor scored nochmal. Spillner auch mit 2 schönen Scorerpunkten, mit 2 Assists in diesem Spiel. Ein ereignisreiches Spiel. Pröhl in der 48. Minute mit Gelb-Rot und Steinwart hat sich den Oberschenkel gebrochen. Ah, jetzt gerade, wo uns die Alternativen auf der Position ausgehen, verletzt er sich. Hätte ich den Andy nachher vielleicht doch nicht abgeben sollen. So, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Spiel bekommt die Note 3. Einschaltquote im ZDF. 47%. Und damit dürften wir jetzt... Haben wir vielleicht jetzt die Euroleague-Quali schon sicher? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ich muss gucken, war jetzt die Frist schon abgelaufen, dass man keine Spieler mehr für diese Saison verpflichten konnte? Oder warum war das bei dem einen Spieler nicht möglich? Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Bayern gewinnt 2:0 gegen Brandenburg, ist damit schon mal sicher in der Champions League weiter. Wir sind wieder Tabellenführer, aber wir haben nur 3 Punkte Vorsprung vor Zagreb, die letzter sind. Klar, da spricht das Torverhältnis klar für uns. Aber es kann sein, dass wir noch Vierter werden, Dritter können wir sowieso noch werden und da haben wir zwar auch 3 Punkte Vorsprung. Also wenn wir unentschieden spielen im nächsten Spiel gegen Lille müsste das sein, dann sind wir auf jeden Fall in der nächsten Champions League Runde. Und wir haben gute Karten, wir haben sogar Barcelona überholt. So, Leverkusen gewinnt 5:2 gegen Hajduk Split und ist auch schon mal sicher weiter in der Champions League. Hertha verliert und Dortmund verliert auch. So, als gerade kriege ich einen Kratzen im Hals. Rede zu viel und trinke zu wenig oder so und jetzt kommt auch noch so ein Interview. Die Frage lautet, im Moment hat man das Gefühl, als wenn es nicht nur auf dem Rasen, sondern auch im Umfeld stimmt. Ich meine, ich habe eben was getrunken, jetzt labere ich nicht mehr so viel Scheiße und verspreche mich so oft. So, die Antwortmöglichkeiten. Option A, wohl wahr, ohne die vielen Helfer wäre ein reibungsloses Arbeiten nicht möglich. Option B, ja, sie haben recht, zurzeit gibt es keinen Grund zu klagen. Option C, das kann sich täglich ändern. Man ist den Medien hilf- und schutzlos ausgeliefert, was die Presse da manchmal druckt, grenzt schon an Scharlatanerei oft. Es läuft zwar gar nicht so gut, finde ich. Wir hatten ja... Bis vor 2 Spieltagen lief es ja noch relativ scheiße. Ich sage aber trotzdem, erstens, wir sind schließlich amtierender deutscher Meister und die Saison ist noch relativ jung. Also kann man durchaus noch zufrieden sein. So, Themawechsel. Ihr Verein verfügt zurzeit über jede Menge bares Geld. Wo werden Sie schwerpunktmäßig investieren? Kommen neue Spieler? Option A. Es muss unser Ziel sein, den Verein langfristig stark zu machen. Deswegen werden wir verstärkt in das Stadion und die Infrastruktur investieren. Option B. Wir sondieren zurzeit den Markt, wenn wir eine echte Granate finden, die uns wirklich weiterhelfen, dann schlagen wir zu. Oder Option C. Wir sind zurzeit in einer sehr glücklichen Situation. Aber wir werden nichts überstürzen, sondern unsere Schritte gut überlegen. Erstere sollten wir machen, aber Option B trifft zu. So, Sie wollen es nicht weiter vertiefen. Noch eine Frage. Sie haben ja immer einen lustigen Spruch auf Lager. Werden Sie auch gelegentlich mal richtig sauer? Option A. Richtig sauer werde ich nur in der Kabine, aber nach außen dringt dann nichts. Option B. Nein, aber kennen Sie den? Ein Huhn sieht ein anderes Huhn hinter einer Tonne. Ah, Indianer. Option C. Sie haben Glück. Wir haben heute nicht verloren. Ich sage Erstes. Oh, es geht noch weiter. Option... erstmal die Frage. Die Medien hassen mich doch eigentlich. Interviewen die mich dann so lang. Die Abschaffung der Abseitsregel wird zurzeit beim Weltverband in Erwägung gezogen. Ihre Meinung dazu? Option A. Nein, diese Regel muss bleiben. Ohne sie würde Fußball mit Sicherheit nicht mehr so schön sein. Option B. Manche Schiedsrichter haben diese Regel für sich sowieso schon abgeschafft. Haben also nicht Option C. Das war sowieso schon immer eine sehr schwammige Angelegenheit. Also weg damit. Ich sag Option A. So, das war's. Vielen Dank. Gern geschehen. Thorsten Schachten, Jugendspieler, nun Stärke 4. Und Steinwart fällt als auch noch für 5 Spieltage aus. Wir brauchen unbedingt Optionen. Ja gut, den Damm haben wir. Der kann aber linkes Mittelfeld nicht unbedingt spielen. Spillner auch nicht. Dann Schaschko könnte rechtes Mittelfeld spielen. Sinnerbring kann auch linkes Mittelfeld spielen. Kwamensor kann rechtes Mittelfeld spielen. Dann machen wir es doch so. Und Philipp Hofmann darf mal von Beginn an ran. Und Schaschko geht auch mal wieder auf die Ersatzbank.
Caligiuri, der jetzt mal auf die Tribüne muss. So, wir spielen gegen den BVB. 10. gegen den 14. Aber stärkemäßig ist das eine ziemlich schwere Angelegenheit. Die sind fast praktisch komplett gleich stark. Heute fast kann der praktisch kleinste, komplett. Aber auch eine schöne Formulierung. Minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach! Wir wollen die kleine Erfolgsserie weiter fortsetzen. Die Mannschaft wirkt nicht sehr überzeugt. Ausverkauftes Haus, knapp 3.500 Dortmunder im Stadion, die die letzten drei Spiele alle unentschieden gespielt haben und davon Niederlage hatten. Campino tippt 3:4 für Dortmund. So torreich wollen wir jetzt nicht wieder spielen, aber drei Tore würden wir selbst natürlich gern schießen. Bittencourt an Fröhlich vorbei. Versucht an Seitz vorbeizugehen, rennt ihn über den Haufen. Gibt das keine Karte? Nee, aber es war faul. Gelbe Karte gibt es für Gündogan und für Metzelder. Hoffentlich nicht im Hochsommer hier erkältet werden. Mario Götze, ja, hier spielt er noch beim BVB, auf Hufnagel. Svetkauskas faustet den Schuss von Hufnagel zur Ecke. Hufnagel ist auch ein geiler Name. Eckball jetzt von Son. Aber da passiert nichts und Jörg Sinner bringt mit dem 1:0 in der 34. Minute. In der 43. Minute sieht Jochen Fröhlich die gelbe Karte. Und mal wieder schön ein Spiel, wo wir nicht in Rückstand geraten, sondern wir führen tatsächlich zur Halbzeitpause mit 1:0. Das hat natürlich noch nicht viel zu sagen. Konzentriert weiter so, Jungs. Ja, das geht doch. Genauso weitermachen. Das geht doch genauso weitermachen und. Eieiei. Hatte ich mich gerade schon gefreut, dass nichts passierte. Und dann kriegt Dortmund den Elfmeter. Götze gegen Svetkauskas. Schuss in die Tormitte. Svetkauskas geht nach links und der Ball ist drin. 1:1. Fuck. Kwame Nsor spielt hier nicht sonderlich toll. Deswegen kommt Šaško rein, spielt im rechten Mittelfeld. Das kann er. Hier spielt man noch offensiv und das zahlt sich aus. In Olli Prögel macht das 2:1. In der 72. Minute circa. So, ich wechsle nochmal Antipass, kriegt mal seine Chance, kommt für Hofmann rein. Wenn er vielleicht vom Stärkewert mit 4:1 zu schwach ist. 4,1, aber da achten wir jetzt nicht so drauf. Ist ein Riesentalent, der auch Praxis braucht. Damm jetzt hier. Damm wird nicht angegriffen. Damm zieht ab und der Ball ist drin und Lukas, jetzt ist schon wieder Lukas. Lars Damm schießt das Tor und zum Dank kenne ich nicht mehr seinen Vornamen. Lars Damm in seinem zweiten Spiel für unseren Verein. Macht das schon sein erstes Tor. Die Verpflichtung ist bisher ein Hit, weil man das so früh natürlich noch nicht beurteilen kann eigentlich. So, 76. Minute, wir führen mit 3:1. Hier ist noch alles drin, auch für die Dortmunder. Ich bringe Goldbach, der wieder Spielpraxis braucht, für Ignowski. Dann haben wir das Wechselkontingent ausgeschöpft. Götze, die geben noch nicht auf, die Dortmunder. Götze kriegt einen Ellbogencheck von Fröhlich. Der Schiri sieht das, bitte keine rote Karte. Nein, es gibt noch nicht mal gelb. Aber immerhin Freistoß aus aussichtsreicher Position für den BVB. Son. Zeitz allerdings geht zum Kopfball und bereinigt die Situation und es passiert nichts mehr. Wir gewinnen 3:1 und sind weiter gerade auf einer kleinen Erfolgswelle. Jörg Sinner bringt der Mann des Spiels. Man muss ja auch mal positiv hervorheben, dass von uns sich keiner verletzt hat. Bei Dortmund hat sich einer verletzt. Gute Besserung an Malte Nivela. Spiel bekommt die Note 3 hübsch und wir klettern in die erste Tabellenhälfte zurück. Sammeln eifrig Punkte. Haben jetzt 14 Zähler, stehen auf Platz 9. Das muss natürlich so weitergehen. Paderborn gewinnt 3:1 gegen Borussia Dortmund. Hertha BSC gewinnt 3:1 gegen Bochum. Eintracht Frankfurt auch immer erfolgreicher. Jetzt gewinnt 1:0 gegen den HSV. Wolfsburg spielt 1:1 gegen Leverkusen. Fürth gewinnt 2:1 gegen Freiburg. Stuttgart gewinnt 3:0 gegen Rostock. Gladbach gewinnt 1:0 gegen Hoffenheim. Viele Heimsieger in diesem Spieltag. Schalke spielt 0:0 gegen Werder. Und der FSV Frankfurt verliert mit 1:2 gegen Bayern München. Auf den Abstiegsring. Jetzt die Dortmunder, die wir besiegt haben. Schalke verlässt hingegen die Abstiegsränge. Hertha gibt die rote Laterne an Bochum ab und verlässt die Abstiegsränge und Hamburg auf 17. Bayern macht einen Satz von 6-3. Die sind jetzt voll dabei. Auf Platz 1 immer noch Stuttgart vor Leverkusen. Stuttgart immer noch 8 Punkte Vorsprung vor uns. In der Torjägerliste Tim Hohmann, wie auch in der Scoreliste auf 1. In der Elf des Tages unser Jörg Sinnerbrink. Ein Spiel habe ich noch für euch. Norbert Meyer wurde entlassen, übrigens beim HSV. Transfers gab es Benjamin Püsto von Jan Regensburg nach Hansa Rostock, Markus Stegmann von Eintracht Braunschweig nach Wuppertal und Federico Rocco, das S, wofür immer das S steht, von Freiburg nach Tottenham. Ich habe keine Verhandlungen anstehen, wobei ich ja selber welche einleiten sollte, wollte. Ich brauche ja einen neuen rechten Mittelfeldspieler. Lars Damm gerade hier und hat schon die Torinstinktfähigkeit gelernt. Ich sollte übrigens mal ein paar anderen Spielern hier mal ein paar Aufträge geben noch. Oh, ja, bei Hofmann habe ich das im Kopfballspiel schon gemacht. Der Philipp Hofmann, der soll mal. Was soll der denn mal lernen? Schusskraft. Obwohl die meisten arbeiten an nichts. Das finde ich nicht so gut. Metzelder soll an Kopfballstärke
arbeiten. Sletkauskas an den Reflexen. Steinwart. Ist die Frage, weiß ich jetzt gerade nicht. Zeits. Laufstärke. Und es müssen jetzt nicht alle irgendwas trainieren. Ignowski, Zweikampf oder Laufstärke. Ist ja nicht eigentlich so seine Stärke. So, das reicht erstmal. Wir gehen dann noch auf das nächste Spiel, meine ich natürlich. So, Lars Dahm hat im letzten Spiel sein erstes Tor erzielt für seinen neuen Club. Muss eine Runde schmeißen. Er schmeißt eine Runde. Wer bezahlt? Alle freuen sich. Das ist gut für die Stimmung. Wir haben wieder 100% Vorstandsvertrauen. Das sieht doch schön aus. Im Pokal sind wir allerdings nicht mehr dabei. Gucken wir mal, was die zweite Runde so gebracht hat. Drei Bundesliga-Duelle gab es. FSV Frankfurt schlägt Stuttgart, die da mit draußen sind. Das war natürlich auch ein Spitzenspiel in Anbetracht der Bundesliga-Tabelle. Freiburg schlägt Schalke und Bochum verliert gegen Hansa Rostock. Dann gucken wir mal hier erste Liga gegen zweite und dritte Liga, ob es da Überraschungen gab. Nein, die Erstligisten haben sich immer durchgesetzt. Amateurteams haben wir auch nicht mehr drin. Drittligateams haben auch alle gegen die Zweitligateams verloren. Wir haben allerdings noch drei Drittligateams, die dabei sind, nämlich der Hallischer FC, Braunschweig und Wolfsburg 2. Die Auslosung gucken wir uns jetzt einfach mal komplett an, weil ich sowas immer interessant finde. VfL Wolfsburg 2, auch wenn wir nicht dabei sind. Der Drittligist spielt gegen Borussia Dortmund. Ich weiß gerade gar nicht, wer Titelverteidiger ist im DFB-Pokal. Und VfL Wolfsburg zum Zweiten. Die erste Mannschaft von Wolfsburg spielt gegen Wuppertal aus der zweiten Liga. Schönes Los, würde man jetzt in der ARD sagen. Ingolstadt spielt gegen den FSV Frankfurt. Hansa Rostock gegen Arminia Bielefeld. Ist ja noch kein Spiel dabei, wo ich sagen müsste, das wäre in echt definitiv das Live-Spiel in der ARD. Braunschweig gegen Fortuna Köln. Erzgebirge Aue im Achtelfinale gegen Werder Bremen. Erster FC Nürnberg aus der zweiten Liga gegen Bayer Leverkusen aus der ersten. Der Hallischer FC aus Liga 3 spielt gegen den SC Freiburg aus der Bundesliga. Und das war's schon. Es sind nicht mehr so viele Erstligisten dabei. Nur, ja, 7 Stück. Immerhin knapp die Hälfte der Teams sind aus der ersten Liga. Aber da wüsste ich jetzt gar nicht, was in echt hier Live-Spiel wäre in der ARD. Kein einziges Erstliga-Duell, ich würde sagen am ehesten noch Nürnberg gegen Leverkusen. Ja. Und das letzte Spiel für diesen Part. Wir spielen in Hoffenheim. Die sind auf Platz 10. Ja, wir haben ihren Platz eingenommen am letzten Spieltag. Der 10. gegen den 9. Stärkemäßig sind die uns aber auch fast ebenbürtig. Ah, jetzt habe ich gar nicht nach neuen Spielern gesucht. Shit. Das muss ich dann im nächsten Part machen. Ich ändere nichts an der Formation. Den Steinwart sollte ich mal besuchen jetzt. Was soll ich sagen? Auch die sind gleichwertig und auch da muss ich dann heute denselben Spruch bringen. Aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Die paar Leute, die gerade auf Twitch angeblich zugucken, sag doch mal was, damit ich weiß, dass die paar View-Zahlen nicht von mir selbst stammen oder dass es keine Bots sind. So. Die Spieler machen einen eher gelangweilten Eindruck. Alle anderen YouTuber möchte ich einladen, doch auch mal öfters auf meinem Twitch-Kanal vorbeizuschauen, denn dort werde ich auch öfters mal Folgen oder Aufnahmen von Folgen live übertragen oder eventuell auch mal Twitch-only-Livestreams machen, wie der Kollege Wolveris sagt, all night long. So, würde mich sehr freuen. So, Hoffenheim gegen Paderborn. 8000 Zuschauer nur, 1500 davon kommen aus Paderborn. Gottschalk tippt 1-0 für Hoffenheim. Wir wollen weiter fleißig Dreier sammeln und die internationalen Ränge angreifen. Hier in der 8. Minute fangen wir dann auch schon mal gut an. Zeitz auf Fröhlich, auf Damen-Doppelpass. Fröhlich zurück am Ball, versucht mit einem Heber von der Mittellinie. Manjak fliegt und wehrt den Ball nach außen ab. Keiner setzt richtig nach und der Ball trudelt zur Ecke. So, Fröhlich jetzt legt sich den Ball zurecht, winkt nochmal freundlich zu den Fans. Der hat gute Laune im Moment, schlägt den Ball gefühlt von nach innen, aber der Keeper kommt raus, packt sicher zu. Halbe Stunde rum, 0-0, Fiem jetzt mit dem ersten richtigen Angriff für Hoffenheim. Ott auf Kötz, der Problem mit einem Platzfehler, aber der Pass kommt trotzdem am Scheitauer, verliert allerdings den Zweikampf gegen Manuel Zeitz. Eine Minute später Einwurf von Hoffenheim, Samide auf De Castellanos. Samide, schöne Flanke, aber der Keeper hat aufgepasst. Nochmal Einwurf hier für Hoffenheim, 2 Minuten später Samide auf De Castellanos. Auf Samide, schöne Flanke, aber auch das hat der Keeper durchschaut. Er hat den Durchblick hier, der ist mit Kauskas. Zur Halbzeit führen wir mit 13-0, zumindest was die Torchancen angeht. Auf der Anzeigetafel steht allerdings eine fette Null auf beiden Seiten. Ich sag, macht sie fertig. Haut den richtig die Bude voll, aber richtig. Volles Matt
So, hier passiert nicht viel. 65. Minute. Es steht immer, ich wollte sagen, gefühlt fehlen immer noch 0-0. Nein, es steht immer noch 0-0. Sinnerbrink spielt hier nicht sonderlich gut. Deswegen geht Fröhlich ins linke Mittelfeld. Ach, Fröhlich habe ich ja noch. Den habe ich jetzt völlig außer Acht gelassen. Der spielt ja sonst immer links Mittelfeld. Den habe ich jetzt oft als Sechser eingesetzt. Der ist dann natürlich auch eine Option. Der ist auch beidfüßig. Da brauche ich vielleicht gar nicht unbedingt einen neuen rechten Mittelfeldspieler. So, für Sinnerbrink kommt Diego Demme. Fröhlich jetzt. Vielleicht macht er jetzt offensiv mehr. Zwar nach vorne gezogen wurde Fröhlich auf Zeitz. Der passt an den Strafraum. Fröhlich stoppt den Ball, legt ihn nach rechts ab. Sohr schaut, passt in den Strafraum. Hofmann entkommt, Bungert erreicht den Ball mit der Fußspitze und ein Meter vorbei. Ah, hatte ich den Torschrei schon auf den Lippen. Damm kommt völlig frei zum Schuss. Zwei Meter vorbei. Also wird das hier eine Nullnummer? Wird das hier eine Nullnummer? Schaschko kommt für den Sohr, der im rechten Mittelfeld bisher nicht so die tollen Leistungen bringt. Aber wir können das Spiel auch noch verlieren. Man sollte es nicht vergessen. Freistoß jetzt für Hoffenheim. Aus guter Position. Flanke, schöne Flanke. Aber die Spieler schlafen in der Mitte. Es gibt Abschluss. 0-6 das Chancenverhältnis für uns. Aber es steht 0-0. Da bringt uns auch das Chancenplus nichts. Ich bringe mal Goldbach für Gnowski nochmal. Und es wird tatsächlich ein 0-0. Aber naja, Punkt in Hoffenheim ist jetzt auch nicht so verkehrt. Aber hier war mehr drin. Gerhard Ott, der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 5. Schwach. Wir bleiben auf Platz 9. Und ansonsten gab es folgende Ergebnisse. Bayern spielt 0-0 gegen Greuther Fürth. Dortmund gewinnt 2-1 gegen Gladbach. Rostock spielt 0-0 gegen FSV Frankfurt. Es gab viele 0-0s hier, ganze 4 Stück. Hoffenheim spielt 0-0 gegen Paderborn. Bochum verliert deutlich 1-5 gegen Wolfsburg. Das tut der Moral der Bochumer nicht gut, die auf Platz 18 ohnehin schon stehen. Leverkusen gewinnt 3-2 gegen Eintracht Frankfurt. Mal wieder eine Niederlage für die Eintracht. Bremen verliert 0-2 gegen Hertha. Hamburg spielt 0-0 gegen Schalke und Freiburg schlägt Stuttgart mit 2-0. Stuttgart immer noch Tabellenführer trotz der Niederlage. Leverkusen punktgleich jetzt aber. Wolfsburg macht einen Satz und bringt sich auch in große Lauerstellung. Die haben nur 2 Punkte weniger. Bayern auch nur 3 Punkte weniger, wie auch der FSV Frankfurt. Wir haben 3 Punkte Rückstand auf Euroleague Platz 6 und da wollen wir erstmal angreifen jetzt demnächst. Schalke fällt auf den Abstiegsrang, Dortmund verlässt die Abstiegsränge, ja, die beiden rivalisierten Teams, die wechseln sich da gerade munter ab. Bochum, letzter in der 11 des Tages, haben wir Terry Feather. Steffen Freund ist neuer Trainer beim HSV, Transfers gab es auch. Marius Dunkel geht von Greuther Fürth nach Freiburg und Rudolf Satter von St. Pauli nach Hansa Rostock. Wir werden abgewertet, weil wir das Saisonziel derzeit verpasst haben, eieiei. So, im nächsten Part auf an alle YouTuber werdet ihr sehen, wir spielen Champions League gegen OSC Lille und werden gucken, wohin es der Weg international führt. Wir können auch komplett ausscheiden, wir können in die Euroleague runtergehen oder wir können es in die nächste Gruppenphase der Champions League schaffen. Dann spielen wir in der Bundesliga gegen Freiburg und Hamburg, die auf Platz 17 und 6 stehen. Also es wird ja, unterschiedlich schwer. Oh, wir haben jetzt hier allerdings einige Sperren. Gelb-Rot-Sperre und Fröhlich hat jetzt schon 5 gelbe Karten gesehen. Da. Oder ne, es bezieht sich auf die Champions League, glaube ich. Ja. Da werde ich ein bisschen umdisponieren müssen. So, dann sage ich an die YouTuber erstmal Tschüss, bis dann. Freue mich über Kommentare, Daumen nach oben oder unten, Abos, Weiterempfehlungen, Amazon-Bestellungen, Spenden, wie auch immer. Und möchte euch darauf hinweisen, doch mal bei Twitch reinzuschauen. Da werde ich jetzt immer öfters on air sein und auch mal gerne Anstoß twitchen. So, an die